Ich hätte noch eine Frage, die mir ein Fan gestellt hat, weiß nicht, unter der Woche jetzt mal am Trainingsplatz. Der Baumgart, der pfeift zu viel während des Spiels. Ne? Ist das eigentlich etwas, was die Jungs auch irritieren kann? Oder ist das auch mit dem Schiri abgesprochen? Hat sie mich gefragt, habe ich gesagt, keine Ahnung. Aber kann ich mal fragen, also weil sie viel pfeifen. Also erstens ist es interessant, wenn ich länger pfeife oder länger dabei sind, dann werden sie erleben, dass genau der Spieler guckt, den ich mit dem Pfiff meine. Also auch das wird passieren. Warum? Weil er meistens in der Aktion ist. Also es passiert oft, dass ich pfeife und dann drehen sich ja nicht alle 11 um, sondern da guckt genau der Spieler, den ich brauche. Das hat dann viel damit zu tun, dass erstens ich das für mein Spiel brauche. Ja, also ich brauche nicht nur das Hin- und Herlaufen. Ja, die Coaching-Zone ist so zu klein, sondern ich brauche einfach auch das Pfeifen, um Kontakt zu den Jungs zu halten. Und das kann auch nicht mit dem Schiedsrichter abgestimmt sein und hat bisher noch keinen irritiert. Und die Jungs wissen dann schon, wenn ich reinpfeife, dann hat das meistens einen triftigen Grund und oft treffe ich auch den richtigen.